Und deswegen finde ich diese Ehe für alle auch wirklich einen wahnsinnig wichtigen und richtigen Schritt und habe das Gefühl, dass da einfach vielen Menschen mit solchen Einstellungen was verbaut wird, die nie was falsch gemacht haben, außer einen Menschen zu lieben. Ich glaube tatsächlich, dass die Ehe, so wie die Bibel davon spricht, nur zwischen Mann und Frau existieren kann. Ich bin Robin Solf, ich bin 24 und ich bin Podcaster-Host aus Berlin. Ich habe mich schon mit 16 Jahren geoutet und ich habe nicht einen heterosexuellen Mann in meinem Umfeld, den ich als Freund betiteln könnte. Ich bin Andi Notnagel, ich bin 31 Jahre alt, glücklich verheiratet und bin aktuell in der Ausbildung zum Pastor in einer Freikirche, einer sogenannten Pfingstgemeinde. Ich bin tatsächlich Atheist und halte von Religion gar nicht so viel, weil ich damit aber auch noch nie Berührungspunkte hatte. Ich bin der Meinung tatsächlich, dass Religion auch an ganz, ganz viel Schlimmem schuld ist in der Welt. Ich möchte aber niemandem seinen Glauben absprechen. Das ist mir wichtig. Ich bin Christ seit meiner frühesten Kindheit mit einigen Aufs und Abs und selbstbekennend, seitdem ich 16 bin. Die Bibel beschreibt ganz klar, dass eine Beziehung nur zwischen Mann und Frau passieren kann, aber sie sagt uns auch ganz klar, dass wir einander mit Liebe begegnen sollen. Homophobie ist für mich keine Meinung. Homophobie ist für mich einfach auch eine Meinung, mit der man nicht diskutieren kann. Es ist für mich einfach was, was ein No-Go ist. Oh, sehr fein, schick. Um Gottes Willen. Das ist er, der neue Look. Ja. Ich freue mich sehr auf meinen Gesprächspartner gleich. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber es wird eine richtig gute Zeit werden. Hi. Moin. Schön, dich kennenzulernen. Dito. Ich glaube, das sind die Spielregeln. Das heißt, ich lese einfach mal vor. Hallo, ihr beiden. Ihr durchlauft jetzt 3 Runden, in denen ihr sehr persönliche Fragen über euch selbst beantwortet. Das Wichtigste dabei ist, hört einander zu. Lasst euren Gegenüber seine oder ihre Geschichte erzählen. Seid offen und ehrlich. Und tatsächlich habe ich auch gleich schon die erste Frage. Ich hau's direkt raus, pass auf. Wenn du dich selbst in 3 Adjektiven beschreiben müsstest, welche würdest du wählen? Humorvoll, treu, verbindlich. Mhm. Humorvoll finde ich schon mal gut. Ja. Ich würde sagen, mutig, abenteuerlustig, flamboyant ist gut. Oh. Mhm. Bild, oder? Nice. Ich glaube, die nächsten ziehen wir tatsächlich aus diesem wundervollen Behältnis. Hauen wir mal raus. Gute Frage. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Ja, also ich bin seit 4 Jahren verheiratet, glücklich und habe meine beste Freundin geheiratet. Tatsächlich dürfen wir jetzt auch schon im September unser erstes Kind erwarten. Ah, krass. So. Was ist dir in romantischen Beziehungen wichtig? Definitiv viel Zuneigung und Kommunikation. Zum Thema Ehe vielleicht noch. Also ich bin noch nicht verheiratet. Ich bin bloß so die Person, mir muss der Antrag gemacht werden. Ich bin da so ein bisschen, in der Hinsicht bin ich vielleicht so ein bisschen altmodisch, aber auch kitschig. Ich stelle mir das richtig, richtig schön vor. Und Kinder unbedingt. Also ich möchte unbedingt Kinder haben. Nächste Frage. Wie ist die Beziehung zu deinen Eltern? Also ich bin, das kann ich direkt am Anfang sagen, ich bin Scheidungskind, bin ohne Vater aufgewachsen, aber habe ihn immer gekannt. Aber es ist jetzt natürlich nicht so wie zwischen anderen Kindern und ihren Vätern. Und zu meiner Mutter, mit der bin ich dann ja aufgewachsen, habe ich auch eine gute Beziehung. Also Mutti-Kind? Nee, eben nicht. Also ich war immer schon eher der schnell das Haus verlassen hat. Okay. Und also natürlich habe ich gewisse Defizite in meiner Kindheit erlebt, weil ich eben keine Vaterfigur zu Hause hatte. Oder einfach allein, weil schon 50% des Elternanteils gefehlt hat. Ich denke immer, dass das Wichtigste ist, dass man sich nicht als Opfer sieht. So. Also ich habe beide Elternteile alles super. Aber als ich halt aufgewachsen bin, war mein Vater viel auf Montage und eigentlich gar nicht so wirklich da. Also ich bin Mutti-Kind durch und durch und bin eigentlich, also meine Mutter war wirklich für 3 Leute da. Ich danke ihr wirklich für alles, was sie getan hat. Und ich bin der Meinung, so sehr fehlt hat es mir am Ende auch nicht.
Ja, wunderbar. Wir nähern uns an. Ja. So. Ich fange wieder an. Jo. Was war die schwerste Zeit deines Lebens und wie ging sie vorbei? Die substanziellste war, als ich so 15, 16 war in etwa. Da, also ich habe auch einen älteren Bruder und in jede Gruppe, in die ich reinkam oder so, ist er in der Regel vorher schon gewesen und meistens hat er gerade auch die Gruppe verlassen und alle haben so jahrelang so, ja, der, dein großer Bruder und so. Und das hat mich richtig in so eine Sinneskrise gestürzt, die bis in die Depression geführt hat. Okay, aber du hast es rausgeschafft. Ja, also ich habe es da rausgeschafft mit meinem Glauben tatsächlich. Ich merke, in welche Richtung die Reise hier heute geht. Yes. Hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast und warum? Ich hatte definitiv ein Erlebnis und das war ein Anruf und ich glaube, der hat mich 10 Jahre meines Lebens vorher beschäftigt. Krass. Aber für mich war es halt mein Outing. Eigentlich war der Anruf relativ spontan und so ein Anruf, um sich zu outen, ist ja auch ein bisschen beschissen, aber es war tatsächlich Silvester und ich habe dann meinen besten Freund kennengelernt, der auch schwul war und wir wussten das schon übereinander und er hatte fix vor, sich zu outen. Und wir hatten uns dann so ein bisschen Mut angetrunken und haben dann beide angerufen. Meine Eltern gingen erst ewig nicht ran, weil zu Silvester sind die Leitungen oder waren damals die Leitungen auch immer irgendwie so voll. Und irgendwann dann nach Stunden sind sie rangegangen und ich weiß noch, dass ich davor saß und ich war so, Mama, Papa, ich bin schwul. Und meine Eltern haben es im Endeffekt super aufgenommen, aber am Anruf haben sie nur gesagt, sowas macht man nicht übers Telefon, wir sprechen uns morgen. Und das war dann, meine Welt ist in 1000 Scherben erstmal explodiert, aber im Nachhinein war es völlig okay. Erzähle von einer Situation in deinem Leben, in der dich andere Menschen inspiriert haben. Dadurch, dass ich das von zu Hause nie kannte, wie das irgendwie ist zwischen Vater und Mutter, weder im Guten noch im Schlechten sozusagen, habe ich mir echt viele Gedanken gemacht und wirklich hinterfragt, so, wüsste ich überhaupt, wie eine Beziehung aussieht. So, ne? Und ich habe, Gott sei Dank, genau in der Phase meinen jetzigen Mentor kennengelernt, der eben verheiratet ist, der eine riesige Familie hat. Die sind zu Hause irgendwie 11 Leute oder so. Eigene wie auch aufgenommene Kinder. Und von dem ich sehr viel einfach so lernen konnte, aber die mich auch richtig in ihrer Familie aufgenommen haben. Erzähle von einer Situation in deinem Leben, in der du dich unwohl gefühlt hast. Als ich meinen Bachelor damals gemacht habe, hat meine Mutter mir einen Urlaub geschenkt nach Afrika. Und wir sind nach Uganda und Ruanda. Und das sind halt 2 Länder, in denen es Homosexualität, sage ich mal, also teilweise unter Strafe, teilweise sogar noch schlimmer. Das ist auf alle Fälle 2 Länder, don't be gay, weißt du? Und wir sind halt dahin und ich hatte mit meiner Mutter schon vorher besprochen, okay, man muss es ja nicht an die große Glocke hängen. Es gab halt die Situation, dass man in diesen 2 Wochen, die wir dort unterwegs waren, immer wieder drüber geredet hat, oh, wir suchen mir eine Freundin. Und da haben sich natürlich auch Frauen dort angeboten und so. Und es war immer so ein Witz. Aber ich habe richtig gemerkt, dass bei dem Witz mir wie so ein Kloß im Hals stecken geblieben ist, weil es so schlimm für mich war. Weil ich dachte, ich möchte ausbrechen, ich möchte was sagen, aber ich will es halt nicht, weil es könnte halt wirklich negative Konsequenzen für mich haben. Und das hat mir so krass bewiesen, in was für einer privilegierten Lage ich doch jetzt lebe. Und wie schlimm das für zum Beispiel Menschen ist, die das nicht haben, die immer noch also ungeoutet sind, die sich nicht outen können, die in einem anderen Land leben. Und das war echt, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil es so eine Horrorvorstellung für mich war. So. Letzte Runde, würde ich sagen. Jo. Näher geht kaum. Ja, ich fang an, komm. Bevor ich es wieder vergesse, wer anfängt. Sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm oder ihr magst. Kann ich ganz einfach sein. Ich mag das, dass du viel lachst. Das ist wirklich, weil du meintest, humorvoll. Ich glaube, mit dir kann man über sehr, sehr viele Sachen lachen. Und irgendwie, du bist ein Mensch zum Gernhaben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also. Mal gucken. Nenn mir 3 Dinge, die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam haben. Also ich glaube erstmal, dass wir beide definitiv Spaß am Leben haben und dass schon irgendwo auch eine nicht ganz niedrige Relevanz hat, irgendwie, dass man auch sich freuen darf. Ne? Das denke ich auf jeden Fall. Ich denke, dass wir beide einen sehr hohen Stellenwert haben, auch zu sagen, was wir denken.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns beide auch gerne mal in die Brennnesseln setzen mit dem, was wir sagen. Ja, bestimmt. Wir haben was für euch vorbereitet. Das könnt ihr euch jetzt bitte mal gemeinsam anschauen. Ich schreie. Das wird lustig. Meine Beziehung ist nicht monogam. Das verhält sich bei mir ein bisschen wie mit Eiscreme. Das ist so, klar ist Stracciatella, weiß ich nicht, Schokolade toll, aber man möchte ja auch einfach mal Erdbeere probieren. Für mich ist auch eine offene Beziehung eine Form von Sünde, weil sie unter das fällt, was die Bibel als Ehebruch bezeichnet. Man verbindet sich nicht mit einer Person. Die Bibel spricht davon, dass Mann und Frau eins werden und nichts diese Einigkeit wieder trennen kann. Ich glaube, dass es generell erstmal keine Sünde ist, dass man homosexuell empfindet, aber nach meinem biblischen Verständnis ist es eine Sünde, wenn man sich danach richtet, also wenn man dem auch folgt. Ach, warum machst du alles kaputt? Ja. Genau, also ich stehe erstmal zu allem, was ich gesagt habe, aber ich muss fairerweise natürlich das so sagen, dass es meine Überzeugung als Christ ist, aber das heißt nicht, dass ich ein Problem mit dir als Menschen habe. Mhm. Wir als Christen glauben ja, dass diese 80 Jahre plus minus, die wir hier auf der Erde verbringen, eben nur eine kurze Haltestation ist und es danach erst richtig losgeht. Okay, also ist die Devise dann sozusagen 80 Jahre Abstinenz, um dann im Himmel rumzuvögeln mit Männern. Das dürfte ich dann? Nee, für mich gibt's Himmel und Hölle nicht. Und wenn, dann würde ich wahrscheinlich in die Hölle kommen mit VIP-Bändchen und Freigetränk. Ich möchte, wie ich es vorhin in dem Video auch schon gesagt habe, niemandem seinem Glauben absprechen. Und was ich zum Beispiel total toll und wichtig finde, ist, dass du sagst, du hattest eine Identitätskrise vielleicht auch und dass dir der Glauben da rausgeholfen hat. Das finde ich toll, das finde ich total wichtig, aber dieses ganze Konzept Himmel und Hölle, das erschließt sich für mich nicht. Du hast gesagt, ihr erwartet euer erstes Kind. Welchen Maßstab legst du an das Kind? Also klar ist natürlich, die Liebe und die Zuneigung zu meinem Kind wird immer die gleiche sein, egal wozu sich mein Kind entscheidet. Aber klar wird natürlich auch sein, dass ich meinem Kind durchaus auch sage, was ich empfinde. Was für mich ein No-Go ist, ist tatsächlich das Thema Ehe. Ich glaube tatsächlich, dass die Ehe, so wie die Bibel davon spricht, nur zwischen Mann und Frau existieren kann. Ich lebe in einer Partnerschaft. Ich möchte unbedingt gerne heiraten. Mhm. Und mir, weißt du was, letztendlich für mich, ich spreche jetzt nur für mich, nicht für andere queere Menschen, aber dieser Begriff Hochzeit, muss ich es gar nicht nennen, aber es geht um so viel mehr. Es geht darum, das in der Welt zu zeigen, dass es okay ist. Es geht darum, dass wenn mein Partner im Krankenhaus liegt und irgendwie eine ganz schlimme Entscheidung getroffen werden muss, dass ich der Partner sein kann, der überhaupt zu ihm darf. Ja. Da hängen so viele Sachen dran. Und das finde ich einfach super wichtig. Und deswegen finde ich diese Ehe für alle auch wirklich einen wahnsinnig wichtigen und richtigen Schritt. Und habe das Gefühl, dass da einfach vielen Menschen mit solchen Einstellungen was verbaut wird, die nie was falsch gemacht haben, außer einen Menschen zu lieben. Unter normalen Umständen würde ich sagen, ich möchte keinen Groll gegen dich hegen, weil ich dich als Person super, was ich vorhin gesagt habe, ne, super offen, super spannend finde. Aber ich habe fast das Gefühl, dass wenn ich jetzt sagen würde, hey, wir treffen uns einfach wieder und wir reden darüber nicht, dass ich meine Community im Stich lassen würde, weil ich sagen würde, ich akzeptiere diese Meinung und ich stehe zu dem, was ich vorher gesagt habe, Homophobie und irgendwo, auch wenn du das Wort vielleicht nicht verwenden würdest, ist es für mich Homophobie, ist für mich keine Meinung. Ich hätte generell kein Problem, mich mit Robin zu treffen. Wie gesagt, das eine ist das, wovon ich überzeugt bin und woran ich mich halten muss, als der davon überzeugt ist. Und ich meine, ich bin ja auch nicht schüchtern da drin, das zu äußern, wovon ich überzeugt bin. Aber das andere ist für mich, dass trotzdem Robin ein Mensch ist, der liebevoll ist. Schade finde ich es irgendwie, wie wirklich die Meinung, obwohl ich schon versucht habe, das irgendwie zu separieren, ne, dass das eine meine Meinung ist als Christ und das andere ist meine Meinung als Mensch, dass das trotzdem sofort so eine Spaltung reinbringt. Ich möchte eigentlich von dem Andi, dass er vielleicht durch seine Kinder, vielleicht nicht durch mich, aber vielleicht durch irgendwen, die Chance hat, dieses queere, tolle, bunte Leben zu sehen und auch zu sehen, wie viel freier die Menschen sind, nachdem sie wirklich their true inner self sein können. Und ich hoffe, und auch wenn das jetzt cheesy klingt, dass irgendjemand ihm die Augen noch mal öffnen kann.
Ja, also es war definitiv ein krasses Gespräch mit dir heute und für mich auch eine lebensverändernde Begegnung, definitiv. Das kann ich nur wiedergeben. Und falls ihr Interesse habt, auch in Zukunft keine Folge zu verpassen, dann abonniert den Kanal. Und wenn ihr auch noch an dem Format 13 Fragen interessiert seid, könnt ihr natürlich hier auch einmal reinschalten und sehen, wie die Leute darüber diskutieren, ob man das Geschlecht frei wählen kann.